Nach dem überragenden Erfolg von ABBA in Symphony im August 2016 feierte das nächste Großprojekt der Vogtland Philharmonie Greiz-Reichenbach seine Vogtland-Premiere. Mit ihren Sounds of Hollywood ist das Orchester bereits in ganz Deutschland aufgetreten. Am Samstag lockte das filmische Musikspektakel mit seinen Stargästen Tom Beck und Jasmin Graf rund 2000 Besucher ins ausverkaufte Parktheater nach Plauen. Es hatte alles gepasst am Samstag in Plauen. Perfekte äußere Bedingungen und das einzigartige Flair des Parktheaters sorgten dafür, dass die Sounds of Hollywood zu einer weiteren Veranstaltung mit Kultstatus im Vogtland werden könnten. Generalmusikdirektor Stefan Fraß machte damit sich und seinem treuen Publikum ein ganz besonderes Geschenk zum 25. Geburtstag der Vogtland Philharmonie Greiz-Reichenbach. Das könnte man fast so sagen. Die Vogtland Philharmonie produziert ja seit über 10 Jahren diese Veranstaltungsreihe. Eigentlich in ganz Deutschland sind wir damit schon aufgetreten. Und wir haben speziell für Plauen am heutigen Abend, auch mit dem Chor des Gymnasiums zum Beispiel, ein besonderes Geschenk präsentiert, auch mit unserem Stargast Tom Beck. Glaube ich, wird es ein ganz besonderes Event, ein besonderer Abend werden. Und der wurde es auch. Die Besucher erlebten eine 2,5-stündige Reise durch die Traumwelt der Filme mit berühmten Filmmusiken aus 6 Jahrzehnten. Bereits nach dem John Williams Medley mit Ausschnitten aus Star Wars, Der Weiße Hai, Indiana Jones oder Harry Potter war die Begeisterung von der Bühne auf die Bankreihen übergeschwappt. Die Großbildleinwand im Parktheater sorgte für zusätzliche Kinoatmosphäre. Zuständig für die Regie war übrigens Wenzel Ulbrich. Wie Stefan Fraß auf der Bühne las der Orchesterdirektor im Ü-Wagen neben der Bühne die Partituren und bediente die Regler. Dass dieser technische Aufwand möglich war, ist unter anderem dem Engagement von Sponsoren wie Haifi Böhm zu verdanken. Der Stefan Fraß und ich, wir sind gute Freunde. Wir haben schon vorher viele Veranstaltungen gemeinsam gemacht, aber dieses hier nach Plauen zu holen, war mir eine Herzensangelegenheit. Das ist einfach mal, wir beschäftigen uns mit Bild und Ton. Und schöner als dieses Bild und dieser Ton kann es ja nicht sein. Und deshalb haben wir gesagt, das gehört einfach nach Plauen. Und deshalb haben wir uns engagiert und haben es gemeinsam geschafft, diese Veranstaltung nach Plauen zu holen. Wie schwer es angesichts der Unmengen von Filmklassikern und Filmmusiken ist, eine Auswahl zu treffen, weiß Stefan Fraß, seitdem sein Orchester die Sounds of Hollywood im Repertoire hat. Die Kinowelt ist natürlich unglaublich groß. Man könnte ein Programm von mehreren Stunden, ja mehreren Tagen spielen, wenn man alles bringen möchte. Es gibt so die Top 20, wo man ein, zwei daraus spielen sollte. Und dann gibt es natürlich immer wieder neue Filme, aber auch immer wieder Dinge, die man oft jetzt gar nicht so auf den ersten Blick sieht. Also Filme, die man oft gar nicht so kennt, die dann aber durch ihre Filmmusik so etwas Besonderes sind. Also ein vielleicht nicht so guter Film, aber eine tolle Filmmusik oder auch umgekehrt. Sowas gibt es natürlich auch. Und auf so einer Suche bin ich immer. Wir orientieren uns dabei nicht immer bloß an den neuesten Filmen. Also wir bringen auch Filme von 2016, 2015. Aber unser ältester Film heute ist zum Beispiel im Jahre 1955. Der zweite Teil der deutschen Filmkomödie Fuck You Goethe kam 2015 in die Kinos. Den daraus stammenden Song Call You Maybe präsentierte der weibliche Stargast des Abends auf der Parktheaterbühne. Bekannt wurde Jasmin Graf 2011 in der TV-Show Voice of Germany. Inzwischen hat sich die Sängerin aus Leipzig in der Pop- und Jazz-Szene etabliert. 2018 geht sie mit dem Musical Tina, the Rock Legend, auf Tour. Bei den Sounds of Hollywood sorgten aber noch 3 andere stimmgewaltige Frauen für Power auf der Bühne. 3 Sängerinnen, 3 Stimmen und 1 Klang. Damit werben Vocabella um die Gunst ihres Publikums. In Plauen brauchten Annette Putz, Henrike Müller-Gräper und Anja Schumann dafür nur 1 Lied. Bei einer Filmmusik war der männliche Stargast des Abends schon auf der Leinwand zu sehen. Kurz danach erschien Tom Beck auch livehaftig auf der Bühne. Vom Vogtland kannte der Star aus Serien wie Alarm für Cobra 11 oder Einstein bis dahin recht wenig.
vom Vogtland, da muss ich zuerst an Skispringer denken, wenn ich ehrlich bin, und Wintersportler. Ja. Und wenn ich jetzt hier so hergefahren bin gerade, ich bin in Dresden gelandet heute Morgen, mit dem Auto hergefahren, ist mir aufgefallen, dass es sehr grün ist hier. Dass man also viel Platz hat, um auch langlaufen zu gehen und irgendwie draußen aktiv zu sein. Also das ist mir schon aufgefallen. Ich komme ja auch aus Bayern, aus Franken, in der Nähe von Nürnberg. Das ist auch sehr grün, aber das ist schon hier noch mal ein bisschen grüner, würde ich sagen. 4 Platten hat der singende Schauspieler bereits veröffentlicht. Die von ihm komponierten Songs singt er meist auf Englisch. Nur beim letzten Album, So wie es ist, machte Tom Beck eine Ausnahme. Gerade das Album, jetzt, was wir halt heute hauptsächlich spielen, ist natürlich damals 2012 in Nashville entstanden auch. Und von daher soll es natürlich auch amerikanisch klingen. Das heißt ja auch Americanized. Generell bin ich auch von amerikanischen Künstlern, glaube ich, beeinflusst. Ja. Also ich höre selber sehr wenig Deutsch. Und wenn, dann deutsche Sachen, die eher ein bisschen soulig anmuten. Neue Plattenprojekte existieren bei ihm derzeit nur im Kopf. Aktuell ist wieder mehr der Schauspieler Tom Beck gefragt. Einige seiner Filmprojekte sind bereits fertig. Jetzt fange ich in Köln wieder an, Einstein zu drehen. Da drehen wir die 2. Staffel. Und genau, das wird dann auch bis Ende des Jahres dauern. Und dann gibt es nächstes Jahr noch ein paar Projekte, die so in der Pipeline sind. Aber das ist ja mal alles der Waage. Ob als Schauspieler oder als singender Entertainer, Tom Beck hat in beiden Metiers seine Fans. Dass seine Musik auch im Vogtland geliebt wird, zeigte der Beifall in Plauen. Stimmgewaltig, wie die beiden Solisten, agierten am Samstag auch die Chöre des Lessing-Gymnasiums. Ein ganzes Jahr haben sich die 120 jungen Sängerinnen und Sänger gemeinsam mit Chorleiterin Katrin Büchold auf ihren großen Auftritt vorbereitet. Für uns war das eine ganz, ganz spannende Geschichte, dass wir hier bei dieser tollen Aufführung mitmachen können, dass wir mitwirken dürfen. Wir lieben selber auch Filmmusik. Wir hatten auch unser Schulkonzert darauf ausgerichtet und haben also sehr, sehr fleißig geprobt. Wir haben circa vor einem Jahr mit den ersten Vorbereitungen begonnen und dann ab Januar dann ganz, ganz intensiv uns auf den heutigen Abend vorbereitet. Wir wirken mit bei dem Dschungelbuch, wir wirken mit bei Tarzan, Dir gehört mein Herz, dann natürlich das ganz reizende Voici ton chemin aus den Kindern des Monsieur Mathieu, wo wir mitsingen, das Halleluja von Schreck. Das singen wir mit. Alice im Wunderland ist einer unserer Lieblingstitel. Sehr, sehr schöne Chorpassagen. Anspruchsvoll und zeitaufwendig ist natürlich auch die Vorbereitung des Gesamtprojekts Sounds of Hollywood. Trotz aller Routine für Stefan Fraß stets eine neue Herausforderung. Es ist immer wieder eine Herausforderung, so ein großes Ensemble zu leiten, nicht nur das Orchester zusammenzuführen, natürlich auch mit den Chören zu arbeiten. Die Solisten, das muss alles harmonieren, es muss natürlich die Technik perfekt klappen, es muss mit der LED-Wand alles komplett funktionieren, harmonieren. Das bedarf einer unglaublichen Vorbereitung. Also man kann fast von 6 bis 7 Monate Vorbereitung für so ein Konzert sprechen. Und dann läuft das alles an einem Abend ab. Das ist halt die große Herausforderung und das Schöne daran aber auch. Schön ist auch, dass der Termin für die 2. Sounds of Hollywood Nacht im kommenden Jahr bereits feststeht. Am 1. September dann als Stargast Alexander Klavs, den haben wir schon vertraglich gebunden und wir hoffen, dass das auch wieder so ein ähnlich großer Erfolg wird. Und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen. Wer nicht so viel Geduld hat, kann derweilen die 3. CD Sounds of Hollywood genießen, welche die Vogtland Philharmonie Greiz-Reichenbach vor wenigen Tagen veröffentlicht hat.